Guten Tag, mein Name ist Thomas Meyer, ich bin Schriftsteller aus Zürich und ich habe dieses Buch hier geschrieben. Es heißt Trennt euch. Der Titel sagt schon, was drin steht. Und ich habe zusätzlich zu diesem Text, in dem ich darlege, warum ich der Meinung bin, dass die meisten Beziehungen nicht produktiv und konstruktiv sind und deshalb aufgelöst werden sollten, einen Fragebogen entwickelt. In 10 Punkten, den können wir jetzt miteinander durcharbeiten. Bitte nehmen Sie einen Stift und ein Papier zur Hand und pro Frage, die Sie mit Ja beantworten, machen Sie bitte ein Strichlein. Erstens, fühlen Sie sich von Ihrem Partner respektiert? Finden Sie, dass er gut mit Ihnen umgeht? Finden Sie, dass Sie gut mit ihm umgehen? Fühlen Sie sich von ihm verstanden? Zweitens, haben Sie den Eindruck, dass er Sie und das, was Sie bewegt, begreift und umgekehrt? Drittens, fühlen Sie sich in seiner Nähe geborgen, geliebt und sicher? Viertens, haben Sie Gemeinsamkeiten, Humor, Ansichten, Interessen, Hobbys, die ein starkes Fundament für Ihre Beziehung bilden? Fünftens, wie reden Sie vor Ihren Freunden über Ihren Partner? Stellen Sie ihn als jemanden dar, mit dem man zusammen sein möchte? Sechstens, denken Sie an die nächste Zusammenkunft mit Ihrem Partner. Löst das freudige Gefühle in Ihnen aus? Siebtens, finden Sie, Ihre Freunde und Ihre Eltern, dass Sie und Ihr Partner gut zusammenpassen? Achtens, würden Sie sagen, dass Sie und Ihr Partner beste Freunde sind? Neuntens, wenn Sie Single wären, würden Sie sich die Beziehung wünschen, die Sie jetzt haben? Zehntens, wenn eine Trennungsfee vor Ihnen erschiene, die könnte ungefähr so aussehen, und Ihnen eine sofortige, schmerzlose Trennung von Ihrem Partner ermöglichen würde. Sie bräuchten kein unangenehmes Gespräch zu führen, Sie wären einfach getrennt. Würden Sie dieses Angebot ablehnen? Keine Beziehung ist perfekt. Kein Partner passt hundertprozentig zu Ihnen. Man muss zwingend Kompromisse schließen. Die Frage ist lediglich, ob es Kompromisse sind, mit denen man gut leben kann oder schlecht. Wenn Sie hier weniger als 6-mal mit Ja geantwortet haben, passen Sie und Ihr Partner mit großer Wahrscheinlichkeit nicht zusammen und Sie sollten sich selbst und ihm zuliebe, man könnte hier auch noch anfügen, und Ihren Kindern und Freunden zuliebe, eine Trennung in Erwägung ziehen. Bei weniger als 4 Ja passen Sie definitiv nicht zusammen und sollten die Trennung, an der Sie mit Sicherheit ständig herumstudieren, möglichst schnell vollziehen. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, Trennt euch von Thomas Meyer.